Hallo und herzlich willkommen zu Dragon Age Origins. Eine neue Aufnahmesession direkt neben dem knisternden Feuer. Und da vorne ist Duncan. Ja, wir haben die Corkery-Wildnis hinter uns gelassen. Sind da ganz gut durchgekommen und wir sind auf Morrigan gestoßen. Haben ein bisschen dunkle Brut erledigt. Und natürlich auch die Aufgaben, die uns gestellt wurden. Und mir wurde gesagt, beziehungsweise ich wurde gefragt. Ja, danke. Danke und so, ne, für den Erbauer und überhaupt. Seid erneut gegrüßt, Wächter. Möge der Erbauer in der kommenden Schlacht über euch wachen. Ich hätte jetzt ja fast gesagt, ich hätte es lieber, sie würde die Nacht vorher aber über mich wachen, aber okay. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Ich bin darauf aufmerksam gemacht worden, dass ich wirklich etwas Wichtiges vergessen habe. Und das hat uns jetzt, während wir in der Wildnis waren, nicht weiter belastet, aber es war trotzdem ein dummer Fehler. Vielen Dank für den Hinweis. Ich weiß nicht, ob ich die Namen nennen darf, deswegen sage ich mal keine Namen. Ich sage nur, dass der Hinweis mir gemacht wurde. Ich weiß das zwar eigentlich, aber ich habe vergessen. Habt ihr hier irgendwo eine Elfin gesehen? Moment. Eine junge Frau mit roten Haaren, die eine Kettenrüstung herumträgt? Haben wir gesehen, sage ich dir aber nicht. Nö, habe ich nicht. Verdammt, wo ist sie nur hin? Wehe, wenn die Rüstung bei ihrer Rückkehr nicht ausgebessert ist. Beim Erbauer, dann werde ich... Oh, verzeiht mir meine Manieren. Ich bin sicher, meine Probleme interessieren euch nicht. Ich bin der Quartiermeister. Seid ihr hier, weil ihr Ausrüstung benötigt? Ja, und deine Probleme interessieren uns tatsächlich nicht. Ja, ich habe vergessen, hier was Wichtiges zu kaufen. Das Mädel... Ja, bei dem Mädel kann man ein Schwert bekommen. Ein ziemlich geiles Schwert, das wir aber als Magier nicht nutzen können. Und es ist nicht so toll, dass man es unbedingt haben muss. Man kann es natürlich ein bisschen Gewinn verkaufen. Finde ich jetzt nicht so unbedingt wichtig, deswegen habe ich es einfach gelassen. Das könnt ihr dann selber herausfinden, wenn ihr mal das Spiel spielt. Und wir fragen erstmal, was er so hat. Vor allem Waffen und Rüstungen. Sie sind für die Männer des Königs gedacht, aber ihr grauen Wächter könnt alles zu günstigen Preisen kaufen. Ich kann euch außerdem mit einigen anderen Waren versorgen. Vollkommen inoffiziell natürlich zur Stärkung der Moral, versteht ihr? Dann zeigt mir zunächst mal, was ihr anzubieten habt. Sagt mir einfach, was ihr gern hättet. Das sind jetzt die legalen Waffen, Sachen. Das hat er, das haben wir. Was brauchen wir nicht? Also, wir können natürlich nachher auch durchaus das eine oder andere mal herstellen. Jetzt muss ich mal eben kurz schauen. Der Alistair hat, glaube ich, Waffen, die sind alle besser, ne? Die Flachklinge der Chasend, die brauchen wir nicht. Die brauchen wir vielleicht später in Red... ich sag noch nichts. Ich will ja will nicht spoilern. Jetzt können wir die auf jeden Fall nicht gebrauchen, weil wir Zweihandwaffen nicht führen. Ja, außer Jory. Jory hat ja eine Waffe und... es wird sich noch die eine oder andere Änderung ergeben, deswegen ist das nicht so wichtig. Brauchen wir nicht die Zauberstäbe, die können wir abgeben. Die Schreiter des Nichts haben schlecht. Bringen wir nochmal einen Magie. Ich selber habe aber dadurch 6 Verteidigung. Verteidigung ist mir derzeit wichtiger. Glaube ich. Ja, ist mir wichtiger. Ich verkaufe die jetzt auch, weil wir haben nicht so viel Platz. Da alle 3 weg damit. Die werden wir uns aufbewahren natürlich. Die Blutdrachenplattenrüstung, das ist ein kleiner Bonus, den wir bekommen haben. Können wir alles verkaufen. Die ganzen Schilde, Chasendrobe. Die ist eigentlich ziemlich cool. Allerdings... Willenskraft und Magie ist auch cool. Na, also für einen Magier ziemlich cool sogar.
Die können wir auf jeden Fall verkaufen. Die Kirchenrobe weg damit. Schüleramulette werden wir in Massen noch finden. Das ist auch alles nicht so wahnsinnig wichtig. Das Amulett der stillen Gewässer bringt ein bisschen Willenskraft. Auch die sind ja jetzt noch nicht so wichtig. Bewahren wir mal auf für den einen oder anderen, der dann noch kommen mag. Aber ich würde sagen, zwei können wir verkaufen. Die können sowieso weg. Die Blitzruinen des Notizen. Ja, ich bewahre die mal eben auf. So, das kann weg, das kann auch weg. Fehlerhafter Blitzkristall, Geist kann auch erstmal alles weg. Die Wolfsfälle, lass mich kurz überlegen. Können wir auch alle verkaufen. So, was hat er denn hier so anzubieten? Und das ist es, worauf ich aufmerksam gemacht wurde. Hier ist ein Rucksack. Der vergrößert unser Inventar um 10 Plätze. Den hatte ich vergessen zu kaufen. Sollte man auf jeden Fall, wenn man spielt, vorher kaufen. Schwache Wundumschläge können wir an für sich, glaube ich, können wir das schon selber erstellen? Ich meine, ja. Die Verletzungsausrüstung, die sind zwar sauteuer, finde ich. Ich kaufe sie trotzdem, ebenso die Lyrium-Getränke. Jetzt am Anfang können wir die gebrauchen. Ach, scheiß drauf, ich nehme die auch. Die kosten nicht so viel. Und wir haben 2 Gold, 31 Silber, können wir uns erlauben. So, das wäre es dann, glaube ich, schon fast, was interessant wäre, ne? Rezeptur des Was für eine verbesserte Kräuterkunde. Ja, das brauchen wir. Destillationswirkstoff brauchen wir, soweit ich weiß, um Lyriumgetränke herzustellen. Lyriumstaub auf jeden Fall kriegen wir aber später in rauen Mengen. Fläschchen könnten wir aber durchaus ein paar gebrauchen. Wir haben nämlich gar keine. Ich würde sagen, wir nehmen mal 10 Stück. So, Elfenwurzel. Finden wir, glaube ich. Ja, wir finden die einen oder anderen. Finden wir. Die 8 kaufen wir aber. Die 5 auch. Die Tiefenpilze, die brauchen wir, um Wundumschläge zu bauen oder zu herzustellen. So. Ja, können wir jetzt noch nicht herstellen. Können wir es später herstellen? Okay. Haben wir sonst noch irgendwas, was interessant wäre? Sieht aber nicht so aus. Das haben wir alles verkauft. Okay. Dann haben wir uns hier ausgerüstet. Mit den Dingen, die erstmal für uns von Vorteil sind. Und was jetzt echt ärgerlich ist, wir haben ja hier... Willkommen, junger Mann. ...einen Besänftigten. Auf Wiedersehen. Quatsch jetzt mit dem nicht, das ist relativ langweilig. Der hat tagsüber hier diese Schatztruhe bewacht. Da sind ein paar ganz ziemlich wertvolle Diamanten, glaube ich, und sowas drin. Diamant, Rubin und solche Geschichten. Glaube ich, auf jeden Fall, es bringt ein bisschen Kohle. Wir können es natürlich jetzt nicht knacken. Ja, sehr ärgerlich. Mit Wind können wir nochmal quatschen. Bringt uns aber für jetzt auch nichts. Ich möchte gerne in dieser Folge auf jeden Fall das Ritual abschließen. Und deswegen, ihr merkt schon, ich führe ganz bewusst nicht jedes Gespräch. Sonst wird mir das Let's Play zu lang und vielleicht auch für euch zu langatmig. Und deswegen machen wir jetzt voran und quatschen mit Duncan. Ihr seid also zurück aus der Wildnis. Hattet ihr Erfolg?
würde ich schon so sagen. Gut. Die Magier des Zirkels haben alles vorbereitet. Jetzt, wo wir das Blut haben, können wir sofort mit dem Beitritt beginnen. Vielleicht sollten wir dir von Morrigan und ihrer Mutter erzählen. Beim Turm war eine Frau und ihre Mutter hatte die Schriftrollen. Sie waren beide ziemlich seltsam. Gehören sie zum wilden Volk? Das denke ich nicht. Sie sind vielleicht Apostatinnen, Magierinnen, die sich vor der Kirche verstecken. Ich weiß, dass du ein Templer warst, Alistair. Aber die Angelegenheiten der Kirche gehen uns nichts an. Wir haben die Schriftrollen, also konzentrieren wir uns jetzt auf den Beitritt. Ja. Diese Zweifelei, ne, was, wenn wir uns überlegt haben, wir haben es uns nicht überlegt. Wir wollen auf jeden Fall weitermachen. Aber wir fragen ihn mal, ob er uns jetzt vielleicht verrät, worum es in dem Ritual geht. Ich will euch nichts vormachen. Wir grauen Wächter bezahlen einen hohen Preis, um das zu werden, was wir sind. Das Schicksal entscheidet, ob ihr den Preis erst später oder schon jetzt bezahlt. Ist der Beitritt deshalb so geheim? Es wäre schön, wenn diese Geheimnistuerei überflüssig wäre und alle die Notwendigkeit eines solchen Opfers verstünden. Aber leider wird das niemals so sein. Dann mal los. Ich brenne darauf, mir diesen Beitritt jetzt anzusehen. Ich stimme zu. Bringen wir es hinter uns. Dann lasst uns beginnen. Alistair, bring sie zum alten Tempel. Je mehr ich über diesen Beitritt höre, desto weniger gefällt er mir. Fangt ihr schon wieder an zu flennen? Was sollen all diese verdammten Tests? Habe ich mir meinen Platz nicht schon längst verdient? Vielleicht ist es so Tradition. Vielleicht wollen sie euch nur ärgern. Beruhigt euch. Wir können jetzt sowieso nichts mehr daran ändern. Ich weiß nur, dass meine Frau in High Ever ist und ein Kind erwartet. Wenn sie mich vorgewarnt hätten. Es ist einfach nicht fair. Wärt ihr hergekommen, wenn sie euch gewarnt hätten? Vielleicht haben sie es genau aus diesem Grund nicht getan. Die Wächter tun, was sie tun müssen, richtig? Und dazu gehört auch, uns zu opfern? Ich würde noch weit mehr opfern, wenn ich wüsste, dass es die Verderbnis aufhält. Könnt ihr beiden mal die Klappe halten? Genau, Sir Ritter. Versucht euch nicht schon vor dem Ritual in die Hose zu machen. Ich bin nur noch nie auf einen Gegner getroffen, den ich nicht mit dem Schwert bekämpfen konnte. Lasst uns also mit dem Beitritt beginnen. Die Grauen Wächter wurden während der ersten Verderbnis gegründet, als die Menschheit am Rande der Vernichtung stand. Und es begab sich, dass die ersten Grauen Wächter vom Blut der dunklen Brut tranken und ihre Verderbtheit überwanden. Wir sollen das Blut dieser Kreaturen trinken? So wie es die ersten Grauen Wächter vor uns getan haben und wie wir es vor euch getan haben, das ist die Quelle unserer Kraft und unser Weg zum Sieg. Diejenigen, die den Beitritt überleben, werden immun gegen die Verderbtheit. Wir können sie in der dunklen Brut spüren und nutzen sie, um den Erzdämon zu vernichten. Diejenigen, die überleben? Nicht alle, die das Blut trinken, überleben. Und die, die es schaffen, werden nie wieder die sein, die sie vorher waren. Deshalb ist der Beitritt ein Geheimnis. Das ist der Preis, den wir bezahlen. Vor dem Beitritt werden nur wenige Worte gesprochen, aber es sind die gleichen, die auch beim allerersten Ritual gesprochen wurden. Alistair, bitte. Tretet uns bei, Brüder und Schwestern. Kommt zu uns in den Schatten, wo wir wachsam warten. Tretet uns bei und tragt mit uns die Bürde, die getragen werden muss. Und solltet ihr fallen, wisset, dass euer Opfer nicht vergessen wird. Und dass wir eines Tages zu euch kommen werden. David, tritt vor. Yeah.
Es tut mir leid, Devil. Tritt vor, Jory. Aber ich habe eine Frau. Ein Kind. Hätte ich es gewusst. Es gibt kein Zurück. Nein! Das ist zu viel verlangt. Daran ist nichts Ehrenhaftes. Es tut mir leid. Aber der Beitritt ist noch nicht abgeschlossen. Du wirst aufgefordert, dich der Verderbtheit für ein höheres Ziel auszuliefern. Von diesem Moment an bist du ein grauer Wächter. Es ist vollbracht. Willkommen. Zwei weitere, die wir verloren haben. Bei meinem Beitritt ist nur einer gestorben, aber es war grauenhaft. Ich bin froh, dass es zumindest einer von euch geschafft hat. Wie fühlst du dich? Wie ausgekotzt. Ich kann nicht glauben, dass ihr Sir Jory erschlagen habt. Jory war gewarnt, dass es kein Zurück gibt, so wie ihr alle. Und als er nach seinem Schwert greifen wollte, ließ er mir keine Wahl. Es hat mir kein Vergnügen bereitet, seinem Leben ein Ende zu setzen. Aber die Verderbnis fordert Opfer von uns allen. Ich bin dankbar, dass du hier stehst als Beweis, dass sie nicht alle umsonst waren. Habt ihr geträumt? Nach meinem Beitritt hatte ich schreckliche Träume. Solche Träume kommen, wenn du anfängst, die dunkle Brut zu spüren, so wie wir alle. Wir werden es dir ebenso wie vieles andere auch in den kommenden Monaten erklären. Bevor ich es vergesse, euer Beitritt umfasst noch eine letzte Aufgabe. Wir nehmen ein wenig von diesem Blut und füllen es in ein Amulett. So haben wir etwas, das uns an die erinnert, die es nicht so weit geschafft haben. Nimm dir Zeit. Sobald du bereit bist, möchte ich, dass du mich zu einem Treffen mit dem König begleitest. Was ist das für ein Treffen? Der König will die Strategie für die kommende Schlacht festlegen. Ich bin mir nicht sicher, warum er auf deine Anwesenheit bestanden hat. Das Treffen findet westlich von hier statt, die Treppe hinunter. Komm bitte dorthin, sobald du soweit bist. Jo, harte Gesetze, wie wir feststellen. Jory und Devith haben es leider nicht geschafft. Was schade für sie ist. Aber ziemlich gut für unser Inventar. Ja, da haben wir jetzt ein bisschen was dazu bekommen, was wir dann verhökern können. Und natürlich auch dann unter unserer Gruppe verteilen. Die wir uns natürlich noch, das sind Quest-Inventare, die wir uns natürlich noch zusammenstellen müssen. Bevor wir aber jetzt zu diesem Treffen gehen, gehen wir los und erledigen noch die eine oder andere Aufgabe. Wie ihr euch vielleicht erinnert, sollten wir eine besondere Blume sammeln, um den armen Hund hier zu heilen. Mal sehen, ob wir die richtige erwischt haben. Wir gehen hier zum Zwingermeister. Der Mabari ist im Moment stabil, aber sein Zustand bessert sich nicht. Wenn ich die Pflanze nicht bekomme, von der ich euch erzählt habe, habe ich nicht viel Hoffnung. Tja, ist das die Blume, nach der ihr sucht? Lasst mich mal sehen. Ja, genau das ist sie. Wundervoll. Gib mir einen Moment Zeit, um eine Salbe daraus zu machen. Er sieht schon besser aus. Ich bin mir sicher, dass er euch selbst danken würde, wenn er könnte. Wie lange dauert es, bis sich sein Zustand bessert? Einen Tag, vielleicht zwei. Wir haben genügend Salbe für ihn, damit er sich vollständig erholen kann. Warum kommt ihr nach der Schlacht nicht wieder hier vorbei? Wir könnten versuchen, ihn auf euch zu prägen. Haltet ihr das für möglich? Vielleicht,
Es ist wahrscheinlich, dass er versteht, dass er seine Heilung euch zu verdanken hat. Mabari sind mindestens so klug wie ein durchschnittlicher Steuereintreiber. Kommt einfach nach der Schlacht wieder vorbei und seht ihn euch noch einmal an. Okay, haben wir die Quest absolviert, ein paar Punkte eingesammelt und Informationen natürlich auch über den Mabari-Hund bekommen. Vor allem haben wir hier, der Mabari-Hund konnte dank der Blume, die du gefunden hast, behandelt werden und wird sich in ein oder zwei Tagen erholt haben, konnten wir eventuell einen vierbeinigen Freund gewinnen. So, wir sind auch aufgestiegen, haben 3 Punkte dazu bekommen. Jetzt muss ich mal eben schauen. Möchte ich als erstes den Kältekegel? Oder möchte ich vielleicht Richtung Feuerball, der auch sehr, sehr geil ist, gehen? Oder ganz was anderes. Ginge ja auch, ne? Siegel des Schutzes ist zum Beispiel durchaus nicht verkehrt. Vor allem auch hier Siegel des Rückstoßes. Also, die sind schon schick, die Sachen. Aber wir bleiben unserer Linie treu und machen den hier. Zack. Jetzt können wir das noch nicht auswählen. Das ist echt scheiße. Aber wir haben 2 Sachen, die wir auswählen können. Ich bin jetzt hin und her gerissen, aber ich würde sagen, ich möchte in diesem Feld auf jeden Fall diese 3 Sachen entwickeln. Inferno, Schneesturm und auch die Versteinerung. Weil damit kann man richtig schön Ärger machen. Auch hier der Schockbereich. Schock, Blitz und Sturm, Kettenblitz sind sehr geile Sachen. Die kann man später hervorragend gebrauchen. Dazu hier noch die Hervorrufung in dieser Ebene. Das sind so die Sachen, die ich eigentlich ja sehr bevorzuge. Und dann hier der Geistschlag. Ist auch sehr geil. Da, schwierig. Wir machen trotzdem erstmal hier in der Ebene weiter. Und gehen dann weiter vor. Ist mir nicht ganz leicht gefallen, aber so, dann lass mal eben hier ein bisschen sortieren. Dich da hinten hin und dich dahin. Ich glaube, wir werden das nachher nochmal umsortieren, aber wir lassen es jetzt erstmal so. Gut, ja, gab es hier sonst noch was? Wir können leider den hungernden oder verhungernden Deserteur nicht füttern. Das ist sehr schade. Wir könnten jetzt nochmal mit Wind quatschen. Bringt uns das was? Wir quatschen nochmal hier mit Wind. Brauchen euch die grauen Wächter nicht? Lasst mich allein. Ich muss mich auf die Schlacht vorbereiten und möchte nicht gestört werden. Okay. Dann bereite dich auf die Schlacht vor. Und wir bereiten uns auf das Gespräch vor. Das Gespräch findet hier statt. Und da gehen wir jetzt hin. Und hören uns das an. Logan, meine Entscheidung ist gefallen. Ich werde in dieser Schlacht an der Seite der Grauen Wächter kämpfen. Ihr riskiert zu viel, Kaelin. Die Horde der Dunklen Brut ist zu gefährlich, als dass ihr an vorderster Front den Helden spielen solltet. Wenn das so ist, sollten wir vielleicht einfach darauf warten, dass die Truppen aus Orlais zu uns stoßen. Ich muss erneut gegen eure törichte Idee protestieren, dass wir Orlais brauchen, um uns zu verteidigen. Das ist keine törichte Idee. Unsere Differenzen mit Orlais sind Vergangenheit. Und ihr solltet nicht vergessen, wer hier König ist. Zum Glück muss Marek nicht mehr miterleben, wie sein Sohn Ferelden denen übergibt, die uns ein Jahrhundert lang versklavt hatten. Da müssen unsere vorhandenen Truppen wohl genügen, nicht wahr? Duncan, sind eure Männer bereit? Das sind sie, Euer Majestät. Und ist das nicht der Rekrut, den ich vorhin auf der Straße getroffen habe? Es sieht aus, als seien Glückwünsche angebracht. Vielen Dank, Eure Majestät. Wir brauchen jetzt jeden grauen Wächter.
Ihr solltet euch geehrt fühlen, dass ihr zu ihnen gehört. Eure Faszination für Ruhm und Legenden wird euer Untergang sein, Kaelin. Wir müssen uns der Realität widmen. Schön. Legt eure Strategie da. Die Grauen Wächter und ich ziehen die dunkle Brut auf uns. Und dann? Ihr werdet dem Turm signalisieren, das Leuchtfeuer zu entzünden. Dann greifen meine Männer aus der Deckung an. Und fallen der dunklen Brut in die Flanke, richtig. Und ihr meint den Turm von Ishaal in den Ruinen, oder? Wer soll das Leuchtfeuer entzünden? Ich habe dort einige Männer stationiert. Die Aufgabe ist nicht gefährlich, aber entscheidend. Dann sollten wir sie den Besten anvertrauen. Schickt Alistair und den neuen Grauen Wächter, um sicherzugehen, dass sie erledigt wird. Ich darf auch in der Schlacht kämpfen. Wollt ihr sagen, ich werde nicht in der Schlacht kämpfen? Wir brauchen das Leuchtfeuer. Sonst wissen Logans Männer nicht, wann sie angreifen sollen. Seht ihr? Wir alle ernten unseren Ruhm. Ihr verlasst euch zu sehr auf die Grauen Wächter. Ist das wirklich klug? Ich habe genug von euren Verschwörungstheorien, Logan. Die Grauen Wächter bekämpfen die dunkle Brut, egal woher sie stammen. Euer Majestät, ihr solltet die Möglichkeit bedenken, dass sich der Erzdämon zeigen könnte. Wir haben in der Wildnis keine Drachenspuren gefunden. Sind eure Männer nicht genau deshalb hier, danke? Ja, euer Majestät. Eure Majestät, der Turm und das Leuchtfeuer sind nicht nötig. Der Zirkel der Magier... Wir werden euren Zaubern keine Leben anvertrauen, Magier. Hebt sie für die dunkle Brut auf. Genug, der Plan wird aufgehen. Die Grauen Wächter werden das Leuchtfeuer entzünden. Vielen Dank, Logan. Ich kann diesen glorreichen Moment kaum erwarten. Die Grauen Wächter stemmen sich an der Seite des Königs von Ferelden der Flut des Bösen entgegen. Ja, Kaelin, das wird ein glorreicher Moment für uns alle. Du hast den Plan gehört. Du gehst mit Alistair zum Turm von Ishaal. Und ihr sorgt dafür, dass das Leuchtfeuer entzündet wird. Was? Ich werde nicht an der Schlacht teilnehmen? Es ist der ausdrückliche Wunsch des Königs, Alistair. Wenn das Leuchtfeuer nicht entzündet wird, wissen Taryn Loghains Männer nicht, wann sie angreifen sollen. Er braucht also zwei graue Wächter, die da oben nur rumstehen und die Fackel halten. Nur um ganz sicher zu gehen, richtig? Ich stimme Alistair zu, wir sollten auch kämpfen. Aber das ist nicht eure Entscheidung. Wenn König Kaelin wünscht, dass die Grauen Wächter dafür sorgen, dass das Leuchtfeuer entzündet wird, dann werden die Grauen Wächter diese Aufgabe übernehmen. Wir müssen tun, was nötig ist, um die dunkle Brut zu vernichten. Egal, ob es aufregend ist oder nicht. Ja, schon verstanden. Aber damit eins klar ist, sollte mich der König jemals darum bitten, ein Kleid anzuziehen und für ihn zu tanzen, ist Schluss. Dunkle Brut hin oder her? Ihr habt ziemlich seltsame Vorstellungen vom König. In einem Kleid sehe ich bestimmt bezaubernd aus. Vom Lager des Königs aus liegt der Turm auf der anderen Seite der Schlucht. Es ist der gleiche Weg, auf dem wir hierher gekommen sind. Ihr müsst die Schlucht durchqueren, dann durch das Tor und bis nach oben zum Eingang des Turms. Von seiner Spitze aus könnt ihr das gesamte Tal überblicken. Wann sollen wir das Leuchtfeuer entzünden? Wir geben euch ein Signal, wenn es soweit ist. Alistair wird wissen, wonach ihr Ausschau halten müsst. Können wir uns danach dem Kampf anschließen? Ihr bleibt bei den Männern des Taryn und bewacht den Turm. Wir schicken euch eine Nachricht, wenn ihr gebraucht werdet. Wie viel Zeit haben wir? Die Schlacht fängt bald an. Sobald ich weg bin, müsst ihr euch beeilen. Euch bleibt weniger als eine Stunde. Und was tun wir, wenn der Erzdämon auftaucht? Dann machen wir uns vor Angst in die Hose. Was sonst? Sollte das geschehen, dann überlasst ihr ihn uns. Ich will keine Heldentaten von euch beiden sehen. Sind wir in Gefahr? Natürlich. Selbst die perfektesten Pläne können schiefgehen. Also tut, was getan werden muss. Ich vertraue euch beiden. Nur nicht genug, um uns mit dem Rest von euch kämpfen zu lassen. Es wird noch mehr Schlachten geben, Alistair. Hab Geduld. Na gut, dann wissen wir ja, was wir zu tun haben. Dann muss ich mich jetzt den anderen anschließen. Von nun an seid ihr beiden auf euch gestellt. Vergesst nicht, dass ihr graue Wächter seid. Ich erwarte, dass ihr euch dieses Titels würdig erweist. Danken. Möge der Erbauer über euch wachen.
Möge er über uns alle wachen. Ja, eine neue Quest wartet auf uns. Der Turm von Ishal. Und ihr seht, Alistair ist auch befördert worden. Er ist im Moment Templer. Und bei ihm sind natürlich andere Sachen gefordert, ne? Geschicklichkeit, Stärke und Konstitution. Das sind so Sachen, die sind relativ wichtig für einen Kämpfer. Klugheit. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ist bei ihm nicht so wichtig. Das können wir denn erstmal machen. Ich muss ja ganz ehrlich zugeben, ich stehe hier auf die Zwei-Waffen-Fähigkeiten. Weniger auf diese Schildgeschichten. Und würde ihn ganz gerne auch wieder umfunktionieren zu einem Zwei-Waffen-Kämpfer. Und ich würde sagen, wir fangen damit auch sofort an. Jetzt brauchen wir da vor allem Geschick. Geschick brauchen wir da vor allem. Da ist er jetzt noch nicht so der Knaller. Machen wir ihn gleich mal, ne? Damit wir den auch entsprechend weiterentwickeln können. So. Auf geht's. Das ist jetzt erstmal nur eine Fähigkeit, die bringt ihm aktuell nicht so wahnsinnig viel, aber dann im Laufe der Zeit wird sich schon einiges bewirken. Ja, und jetzt würde ich sagen, gehen unsere beiden Helden in Richtung Kampfplatz. Wir müssen ja hier, ne, ihr wisst ja, über die Brücke und einmal rüber und so, und dann ja, müssen wir ja nur zum Turm. Also nichts Dramatisches, deswegen machen wir hier jetzt auch den Cut und schauen mal, wie es dann in der nächsten Folge weitergeht. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schließt in eure Gebete heute Nacht den Davith und den Jory ein. Und ja, vielleicht gönnt ihr uns auch so den einen oder anderen Gedanken. Denn ich glaube, in der nächsten Folge wird es ein wenig actionreicher. Könnte passieren. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Macht's gut. Ciao. Wir sehen uns. Euer Alien. Tschüss.